Gut. Dann nehmen wir jetzt mit. Es geht um zwei Doktoren. Nehmen wir ihmchen mit und wir nehmen sie mit. Hat ja was mit Servos zu tun. Jo. So, Verbrennung auf 3, sein schon Wissenschaftler ist wichtiger. So. Ja, haben wir alles jetzt auf Maximum. Re-Render sieht auch gut aus. Und Morden auch, ja. Oh, die haben die gleiche Waffen, die beiden. Das ist natürlich ein bisschen doof eigentlich, dass wir nur Maschinenpistolen als stärkste Waffen haben, aber... Es gab hier eine richtig nervige Kackmission. Ich überlege gerade, ob das die war. Aber die gehörte, glaube ich, zu Projekt Overlord, die nervige Kackmission. Weil das war wirklich die, also die nervigste mit Abstand, weil das Spiel hat ja, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Ich habe kaum negative Erinnerungen dran. Aber die eine Mission, die hat so dermaßen genervt. Was auch an dem Vehikel lag, welches wir da steuern müssen. Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Geth? Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Sind hier etwa Geth wieder zugegen? Okay, dann muss ich gucken. Das ist der Doppelte, das ist der Zweier, das war der Apparat. Jetzt haben wir noch den Zweier übrig. Zack, zack. So. Oh, das ist die Mission. Das ist die... Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Oh nein. Oh nein. Oh. Zielsuchraketensystem aktiv. Ja. Oh, ist das nervig. Ich dachte, das gehört zu Overlord. Missionsziele geortet. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Aber ich glaube, bei Overlord hatten wir auch dieses Ding. Das werden wir, das Ding haben. Werden es noch nicht. Interessant. Schlage genauere Inspektion vor. Gut, das Morden dabei ist schon mal cool. Also Morden und Mianya sind ja so die größten Wissenschaftler von meiner bisherigen Crew. Von daher ist es schon ganz cool, dass die beiden da dabei sind. Der Weg ist jetzt frei. Empfehle konventionelle Waffen, um den Weg freizuräumen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht schon was übersehen haben, vielleicht, aber ich denke nicht. Oder? Kann natürlich sein, dass es jetzt in der Legendary Edition ein bisschen vereinfacht wurde, das Fahren bzw. Fliegen. Bisher geht's eigentlich. Vom Nervfaktor her, aber... Da ist doch was. Fliegen wir erstmal runter. Ups, falsche Taste.
ist definitiv besser, das Ding hier, als der Marco. Das ist ja gar keine Frage. Da oben müssen wir hin. Ui. Geht ab. Muss kaputt schießen. Schon so richtig. Kommen wir da hoch? Ah, wir kommen hier hoch. Es geht los. Es gibt leichte Marco-Vibes. Na, ah, geht doch. Muss nur wollen. So, das ist die Spitze des Berges. Geht's auch noch weiter hoch? Geht's auch noch hoch? Ich denke nicht, dass wir es bisher übersehen haben. Ich glaube, wir haben es ja alles. Also was genau das jetzt hier soll, das weiß ich nicht. Ich habe es damals einfach nur gemacht, weil es getan werden musste. Nicht, weil ich etwas mit Freude hierbei empfunden hätte. Oder Spaß oder Vergnügen oder dergleichen. Das war mitnichten der Fall. Ist die Brücke oder irgendwas kaputt? Nee, sonst nur Trümmer. Okay. Das ist aber nicht das, was ich meinte. Das ist was anderes. Hier kann ich mich nicht erinnern. Das ist glaube ich, doch bei Projekt Overlord mit drin, was ich meinte. Das hat so genervt. Das ist eigentlich in Ordnung, also kann ich meckern. War es irgendein. Ich glaube, das gehört auch zum DLC, aber vielleicht war es ein DLC, was ich nicht hatte damals. Erhalten. Wow. Super. Ja, weggehen. Okay. Aber ein sehr cooler Marco-Ersatz. Sehr, sehr cool. So, Wrack des Frachters MSV Rosalie gefunden, Forschungsdaten beschafft. 125 Erfahrungen und 15.000 Kredits haben wir bekommen. Cool. Ja, und da würde ich jetzt, glaube ich, auch die Aufnahme beenden mal wieder. Ich nehme aber heute nochmal auf, glaube ich. Ich habe nicht richtig Bock, ich bin auch irgendwie ziemlich fit. Wir haben das gleich durchgelesen mit der Rosalie. Hier. Das Hammerfahrzeug wurde wieder beschafft und die Informationen über die vermissten Wissenschaftler und Servos übermittelt. Fliegen Sie nach Sione? Ja, okay. Aber was genau wir jetzt hier erforscht haben, das weiß ich jetzt nicht. Oh, Enzym Geth-Aktivität. Ah, das haben wir erforscht. Ah. Vulkan, doch, das ist das. Projekt Feuergänger, das ist das. Das ist quasi sowas Paralleles zu Overlord. Das hat damit nichts zu tun mit Overlord, aber ist quasi auch nochmal ein separater DLC. Über mehrere... Naja, das ist das. Über mehrere Aufträge hinweg, also müssen verschiedene Planeten aufsuchen. Das war jetzt in Ordnung mit dem Hammer, aber das hier war richtig nervig. Aber es kann sein, dass die Physik des Fahrzeugs verbessert haben. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall, weil das war jetzt echt entspannt. Aber das ist das Nächste, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte eigentlich erstmal die anderen Leute hier sammeln, weil dann können wir die nämlich auch jedes Mal mit auf die Mission nehmen. Also ist das schon mal, erledigt? Geth-Aktivität, also werden wir auf die auch nochmal stoßen, anscheinend. Schmuggellager von Eclipse, okay, das wäre auch nicht verkehrt. Overlord, da warten wir noch, bis wir fast alle Leute, wenn nicht sogar alle Leute haben. Dann werden wir jetzt, wie angesprochen,
die Planeten nochmal erkunden. Und eventuell das ein oder andere Mineral ergattern. Wir fangen mit Selis an. Oder Selias. Oder Selias. Oder genau. So. Hoch. Sonde gestartet. Ich habe ja doch die Hoffnung, dass irgendwo sich doch mal irgendeine außerplanmäßige Anomalie befindet. Wow. Alter. Ich glaube, können wir lang warten. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Ja. Starte Sonde. Also Element Zero ist immer noch Mangelware. Ja, ist auch, ohne weiteres nicht so einfach zu bekommen. Starte Sonde. Immer noch hoch. Ich wollte auf gut runtergehen, zumindest. Ach, wisst ihr was? Wir lassen es einfach. So. Das sind sonst einfach nur Überhand. Dann geben wir uns hier hin. Das ist der Planet Hesano. Ein Standard-Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant ist das. Auch hier gibt es keinerlei Anomalie. So. Hier sind wir jetzt bei Melile. Ich habe kurz gedacht, hier wäre eine Anomalie, aber ich habe mich vertan. So, 80%. Das heißt, hier müsste noch eine... Nee. Ach, da! Oder? Hä? Ach, da! Okay. War da einfach zu oft... Oh, Weltraumforschung. Zu offensichtlich. So. Auch hier gibt es keine Anomalie. Ja, wie gesagt, das gibt es ja... Alter. Das gibt es ja, glaube ich, grundsätzlich nicht. Sonde unterwegs. Sehr, sehr schade, finde ich. Sehr, sehr schade. Naja, gut. Okay, gut. 100% haben wir. Ja, und sollten wir wirklich irgendwann Ressourcenknappheit irgendwie haben, dann weiß ich ja noch im Hinterkopf, hier ist mal Grenze, ne? Da ist noch Zeug. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, das ist bedauerlich. So, also Sonden, Treibstoff. Und wir begeben uns mit dem Massenportal jetzt. Ich würde sagen, weil auch hier zwei Missionen tatsächlich sind. Ah, hier sind die ganzen Feuergänger-Sachen. Und hier ist nämlich jetzt auch, Callisthen Rift ist jetzt neu und Hawking Aether ist auch noch. Hawking Aether kennen wir noch aus dem Vorgänger. Die sind jetzt neu. Ja. Also auch da ist wieder einiges, wo wir Ressourcen abbauen können. Aber ich werde das jetzt, wie gesagt, versuchen ein wenig zu minimieren. Ja, wir fangen hier an im Sand und Nebel. So. Also. Gefängnis Purgatory. Sehr gut. Kommen dann erforschen wir gerade erstmal Olokun. Keine Anomalie. Da ist was. Das nehmen wir gerade mit. Also ein Ding können wir immer mitnehmen. Das tut ja nicht weiter weh, denke ich.
Auch wenn wir es aus den Augen verlieren. Da ist es. Sogar das kostbare Iridium. Sonde unterwegs. Oh, niedrig. So schnell geht das. Gut, das war das. Dann haben wir hier... unerforscht. Nennt sich Aganyu. Ähnlich wie Ganryu von Tekken. Sonde unterwegs. So. Dann haben wir hier noch Oronmila. Und wir haben hier noch Erini. Ne, was? Erinle. So. Oder Erinle, vielleicht kann man es auch so aussprechen. Ich würde es Erinle. Oh! Element Zero! Leute! Es ergibt also doch Sinn, die Planeten zu durchsuchen. Wow. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Wow, jetzt sind wir Jetzt geht's hier natürlich vorwärts. Fortgeschrittenes Training können wir jetzt absolvieren. Jetzt bin ich natürlich hier heiß auf Element Zero, ne? Jetzt ist natürlich alles andere... Alter! So. Sonde gestartet. Ich glaube, wie Platin hier einfach ist. Scheiße. Starte Sonde. So. Hier geht's direkt weiter mit Platin. Sonde gestartet. Ich wollte ja eigentlich mich auf Element Zero jetzt hier besiegen. Alter. Boah, ist ja ein Traum, der Planet. Sonde gestartet. Boah, sind wir ja bald fünfstellig, wenn es so weitergeht. Mit Element Zero. Okay, jetzt geht es natürlich richtig steil hier oben. Sonde unterwegs. Ist auch ein bisschen Element Zero dabei. So eine Handvoll quasi. Okay. Starte Sonde. Ja, so ergibt es aber Sinn. Das ist das, was ich gerne hätte. Dass man wirklich sagt, okay... Man benötigt dies, das und jenes Mineral. Sonde unterwegs. Und dass man das dann wirklich findet und dann halt wirklich auch danach gräbt. Aber es würde halt Sinn machen, wenn es, wie gesagt, mehr verschiedene Mineralien geben würde. Und dann vielleicht. Alter. Vielleicht eine begrenzte Anzahl an Sonden oder irgend sowas. Oder begrenzte Anzahl an Sonden, die man auf den Planeten hinschicken darf. Sonde gestartet. So, ich glaube. Das ist natürlich noch krass hier gewesen gerade. Das müssen wir nochmal. Oh, oh, oh. Hier. Sonde unterwegs. Hier geht's auch nochmal weiter mit Element Zero. Ja, das war jetzt aber nicht so der Knüller. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal.
Okay. Das war lustig. Okay, 80%. Ja, dann kommt das Gefängnis jetzt. Ja. Kaufen wir gerade neue Sonden. Und begeben uns zum Gefängnis. Die Gefangene rekrutieren. Also der hat sehr viel Bock gemacht, dieser Abschnitt. War aber auch nicht ohne. Bin ich auch damals einige Male verreckt. Andocken.